Ahoi und guten Morgen und herzlich willkommen beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Heute geht es wieder um den Pepper. Jetzt glaubt das gar nicht, ne? Jetzt erst kam ewig kein Pepper-Video und gleich jetzt zwei hintereinander. Ja, so sind wir nochmal zu euch. Ja, es geht in diesem Video um das Fazit. Über 5000 Kilometer ist der Pepper gefahren und jetzt wollen wir natürlich wissen, alles in Ordnung? Gibt es Probleme? Müssen wir den Wagen zurückbringen? Alles das in diesem Video. Fünf Monate ist der Pepper in der Familie, heißt auch nicht mehr Pepper, heißt nämlich jetzt Teddy und über 5000 Kilometer. Aber es ist ja nicht unser Wagen, sondern der von meinen Schwiegereltern, von Stefans Eltern, also sprich von Helmut, habt ihr im letzten Video schon gesehen. Und weil er natürlich der Einzige ist, der erklären kann, ob das Auto Probleme macht, haben wir ihn natürlich auch mit dem Video. Ja, sehr schön. Ich kann also nur sagen, ich bin zufrieden mit dem Auto. Wir haben zwar ein paar Kleinigkeiten gehabt, so zum Beispiel, dass es im Dach geklappert hat. Das wurde ja auch im Video schon beantwortet und auch behoben. Und wir haben jetzt, ich muss jetzt nochmal in die Werkstatt, wir haben jetzt die Reifendruckkontrolle leuchtet jetzt, da muss ich mal nochmal in die Werkstatt. Aber das sind Kleinigkeiten. Ansonsten sind wir mit dem Fahrzeug in Österreich gewesen und das Fahrzeug ist wunderbar gelaufen. Wir haben wunderbar gewohnt, es war ganz toll. Also wir sind zufrieden mit dem Fahrzeug. Wir hatten ja die Probleme auch mit dieser Tür, dass es irgendwas gequietscht hat am Anfang und was war noch alles? Am Anfang war irgendwie sehr viel. Ich glaube, gleich in eurer ersten Reise, glaube, gab es auch schon irgendwas mit dem. War das vordere Fenster, dass da irgendwas nicht funktioniert hat? Ganz recht, ganz genau. Vorne das Oberlicht, das erste große Oberlicht, da löste sich der Rahmen. Aber da sind wir dann nochmal nach Eutin gefahren, wo wir das Auto gekauft haben. Und das wurde anstandslos befestigt und da haben wir jetzt auch keine Probleme mit mehr. Das hält alles, ist alles wunderbar. Und ansonsten, die ganzen anderen Kleinigkeiten haben wir ja selber gemacht, hat ja Stefan alles gemacht, wurde ja auch schon teilweise im Videos angegeben. Ja, ich muss nochmal zurückfragen, dieses Oberlicht da, hätte man das auch selber machen können? Man hätte es auch selber machen können. Wenn ich Werkzeug gehabt hätte, aber es war ganz zu Anfang und ich hatte kein Werkzeug mit. Wenn ich das Werkzeug gehabt hätte, hätte ich auch eine etwas größere Schraube reindrehen können, wäre auch gut gewesen, hätte man auch selber machen können. Also wenn ihr den Wagen abholt, weil ich habe es in Foren schon immer mal wieder gelesen, es gibt immer Kleinigkeiten. Wie gesagt, das kommt raus, die produzieren davon geführt 5000, 6000 Wagen pro Monat. Da ist immer was. Also wenn ihr mit habt, so einen Werkzeugkoffer, ist immer gut dabei zu haben. Da muss man auch nicht. Ich glaube, ihr wart in Cuxhaven, oder? Wir waren in Cuxhaven und sind dann wieder zurück nach Eutin gefahren. Es waren gut 250 Kilometer, die wir da gefahren sind. Aber wie gesagt, ich hatte das eben halt, ich hatte das dann auch provisorisch nur festgemacht. Und dann sind wir eben halt nochmal nach Eutin gefahren. Eutin ist zwar schön, aber das hätte man nicht machen brauchen. Also, ihr hört, genau. Das ist immer wichtig, so einen Wagen zu haben. Ja, wie gesagt, 5000 Kilometer, ihr wart sage und schreibe schon überall damit, in Heide, Österreich. Also, wir waren an der Küste, wir waren in St. Peter-Ording, wir waren in Cuxhaven, wir waren also schon ziemlich weit mit dem Fahrzeug jetzt gefahren. Und als Fazit muss ich sagen, bin ich zufrieden mit dem Fahrzeug. Klimaanlage heute ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, gefühlt wieder 32 Grad. Das hattet ihr ja jetzt auch bei eurem letzten Urlaub auch, glaube ich, ne? So warme Temperaturen. Ganz genau. Als wir Anfang der Woche waren wir in der Heide und da hatten wir das auch. Und dann haben wir also auch die Klimaanlage angehabt. Wir haben unsere Radtouren gemacht und sind nach Hause gekommen, ins Fahrzeug rein. Das Fahrzeug war kühl. Wir haben also, es war gleich eine Abkühlung gekriegt und es war wunderbar. Ja. Hört sich alles super an, also würde ich jetzt behaupten, ihr bringt dieses Fahrzeug nicht zurück. Also wir geben es definitiv nicht zurück. Also definitiv nicht. Also falls einer gedacht hat, ihr könnt den Wagen jetzt kaufen, ist nicht, der bleibt in der Familie. Fahrzeug.
Wunderschönes Fahrzeug. Ja, ich glaube, das soll es für dieses Video schon gewesen sein. Wir haben das Fazit gehört. 5000 Kilometer, 5 Monate ist er in der Familie. Alles das, was irgendwie mal war, das kann ein Camper selber beheben. Also wie gesagt, wir haben viel gelesen in Foren, wo man sich denkt, wow, also ihr habt ja ganz schön viele Probleme. Ja, eine Sache an dem Pepper, das war ein Nachnamensvetter. Das kann man nicht beheben, das muss die Werkstatt, weil einen kleinen Unfall hat er ja schon gehabt. Aber das wird jetzt behoben und dann ist er wieder wie neu. Und wir würden euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt zu irgendwelchen Messen, wo dieser Wagen vorgestellt wird. Es lohnt sich schon. Ja, ihr habt schon gehört, es gibt keine großen Beanstandungen bei dem Fahrzeug. Also so ein Reifendrucksensor, den kann man da dementsprechend auch nicht dem Weinsberg, also dem Aufbauer, mit in die Schuhe schieben. Das ist ja auch, wenn, dann eher ja, Pössl, Citroën oder halt, Citroën, Fiat oder halt auch Peugeot. In dem Fall ist es Peugeot, also muss es einfach nochmal geprüft werden. Vielleicht ist auch einfach nur zu wenig Druck dann drauf oder sowas. Wir wissen es nicht genau. Genau, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da, kommentiert natürlich fleißig. Wir beantworten eure Kommentare natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschüss!